Einer, der die Demonstrationen weniger nachvollziehen kann, ist Johannes Lohmeier. Er ist Chef der Dresdner Tourismusverbandes und Hotelier. Seine Branche leidet extrem unter den Corona-Maßnahmen. Herr Lohmeier, schön, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben. Ja, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie die Bilder dieser Demonstrationen sehen, wo die Menschen ohne Mundschutz, mit Mundschutz zwar sind, aber ohne Sicherheitsabstand? Ja, mich hinterlässt das ehrlich gesagt sprachlos. Ganze Branchen werden derzeit noch am Arbeiten gehindert, unter anderem die Veranstaltungsbranche, aber auch wir arbeiten unter extremen Auflagen, die uns ein wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen. Und dort feiern mal ebenso 15.000 Leute eine Corona-Party auf offener Straße. Also das hat mich wirklich sprachlos gemacht und das unter Aufsicht der Staatsmacht, das ist wirklich unbegreiflich für uns. Jetzt muss man natürlich sagen, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen, ist ja an sich etwas Gutes. Es ist ja für die gute Sache. Trotzdem, was fordern Sie jetzt konkret, wenn Sie das alles sehen? Also vor wenigen Wochen sind noch die Menschen für bürgerliche Freiheitsrechte in Berlin auf die Straße gegangen. Und da ist unter anderem eine Bürgerrechtlerin von der Polizei weggeschleppt worden. Also wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, zwischen guten und schlechten Demonstrationen zu unterscheiden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Rechtsstaat schon weiter ausgehebelt, als wir uns das je hätten träumen lassen. Wie sieht es denn derzeit bei Ihnen in der Branche aus? Was ist Ihr Eindruck? Es sieht katastrophal aus. Also wir hangeln an vielen Standorten derzeit zwischen Belegungen zwischen 10 und 15%. Sehr viele Hotels sind nach wie vor geschlossen. Die Hotels, die geöffnet haben, können allesamt nicht wirtschaftlich arbeiten, weil es enorme Auflagen gibt mit Abständen. Man darf kein Frühstücksbuffet anbieten, wo die Leute nicht mindestens 3 Meter auseinanderstehen. Und vor dem Hintergrund all dieser Auflagen und hinter all dieser arbeitsplatzvernichtenden Einschränkungen, muss ich ganz ehrlich sagen, da wird mit zweierlei Maß gemessen.